Wie war da der Kontakt zu Ihren westdeutschen Kollegen? Wurden Sie da offen empfangen oder sind Sie auch manchmal Vorurteilen oder so Stereotypen begegnet? Eigentlich sind wir außerordentlich offen empfangen worden. Jeder war interessiert, uns auch Dinge zu zeigen, neue Dinge zu zeigen. Wir wurden in die Versuchsabteilungen eingeladen, uns wurde dort alles gezeigt und immer wieder kam das Angebot, wenn Interesse ist, dann lasst euch sehen, kommt hierher. Und es war Hilfe in jeder Ebene, keine Vorbehalte. Ich habe nicht einen einzigen Menschen dort kennengelernt, der Vorbehalte gegen uns hatte. Natürlich war das Interesse groß. Sie wollten wissen, wie ist das in Eisenach alles gelaufen und was habt ihr da eigentlich so gemacht? Also das war eine sehr, sehr schöne Zeit mit vielen sehr, sehr netten, auch persönlichen Bekanntschaften und Freundschaften, die auch bis heute noch bestehen.